Oder ist es so ein manipulierter Ton? Ich kann den zum Beispiel jetzt auch manipulieren. I'm dreaming of the past. Ja. Also was wir so als erstes raushören, ist erstmal dieser Vocal Fry. I was dreaming of the past. Nochmal schnell Licht anmachen, weil sonst sehe ich ja aus wie Graf Dracula. Egal. Bevor wir loslegen, lass uns doch mal ganz schnell aufwärmen. Und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist wieder soweit. Eure Lieblingsgesangslehrerin ist wieder am Start. Hashtag starke Stimme. Nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Alltag. Und heute geht es weiter mit meiner Gesangsanalysenreihe. Und da habe ich mir mal gedacht, wir gucken mal so ein bisschen weiter in so deutsche Prominente. Ist ja auch ein deutscher Kanal hier. Und ich dachte mir, heute mal Daniela Katzenberger. Wir gucken mal ein paar Promis, die singen können, die nicht jetzt unbedingt Spezialisten sind oder professionelle Sänger, sondern einfach nur, ne, sag ich jetzt mal, ganz normale Leute wie du und ich, die aber Spaß am Singen haben und sich da gerne ausprobieren wollen. Und dachte ich, wir schauen uns das heute mal an. Du willst besser singen lernen? Dann schau mal bei tanjalevyvocalstudio.com. Dort gibt es Gesangsunterricht, verschiedene Übungspakete, Warm-ups und Gesangsanalysen schon ab 13,99. Wie singst du mit Power? Was ist Mix-Voice und wie kann ich Töne treffen? Hol dir jetzt ganz bequem für zu Hause dein Übungspaket oder buche direkt mit Tanja eine Gesangsstunde auf tanjalevyvocalstudio.com. Schade, so viele Dislikes. Na. And my heart was beating fast. I began to lose control. I began to lose control. Ja, also was wir ja so als erstes raushören, ist erstmal dieser Vocal Fry. I was dreaming of the past. Und ihre Stimmfarbe beim Singen ist viel höher als beim Sprechen. Ist auch wieder immer interessant. Man denkt halt immer, so wie jetzt eine Person spricht, so singt sie wahrscheinlich auch. Leider nicht. Also es ist tatsächlich, manchmal ist es tatsächlich so, dass die Stimmfarbe sich ähnelt. Aber zum Beispiel, wenn ich singe, klinge ich auch deutlich höher. Auf jeden Fall, wir haben einmal erstmal Vocal Fry. Das Ganze haben wir in ihrer Bruststimme. Es ist immer noch Bruststimme. Es ist nicht Kopfstimme, aber es klingt teilweise so hell. So, heute ist echt der Teufel los, weil ich habe vorhin gerade gegessen und naja, ihr wisst ja, wie das ist. Hängt alles zwischen den Zähnen. I was dreaming of the past. Der Kehlkopf ist sehr hoch angesetzt hier. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das eigentlich Danielas natürliche Stimmfarbe? Oder ist es so ein manipulierter Ton? Ich kann den zum Beispiel jetzt auch manipulieren. I was dreaming of the past. Ich übertrage jetzt total, aber ich habe den Kehlkopf sehr hoch gebracht. Aber nicht cartoonmäßig, weil das ist jetzt schon wieder viel zu cartoonmäßig, aber ich habe ihn doch relativ hoch gebracht. I was dreaming of the past. Ihr hört das also, ne? Das andere, was jetzt nochmal auffällt, ist die Endung der Phrasen. Daran könnt ihr zum Beispiel hören, ob diese Person ein professioneller Sänger ist oder nicht. Zum Beispiel singt sie fast und past, fast, past. Da ist so ein kleiner Luftausstoß. Past, fast. Ein Sänger würde teilweise das Ganze ein bisschen wie riffartiger singen. Das heißt, da wäre noch mehr Flexibilität. Past, fast, 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 fast. Das heißt, man sieht, es ist nicht eine schnelle Abfolge, sondern sie ist wirklich fast. Und das machen meistens eigentlich Leute, die wirklich genau tonsicher sein wollen. Die wirklich gucken, nee, ich mach das jetzt akkurat. I was dreaming of the past, past. Aber richtig professionelle Sänger würden dann past, past in einem sozusagen, in einem Zug durch singen. Relativ flexibel, relativ schnell, auch fast sogar riffartig, fast sogar so zwei Noten auf einer, ne? Dafür gibt es eigentlich auch einen Namen, aber der fällt mir jetzt im Deutschen nicht ein. So, weiter geht's. Ja, das war jetzt schon schöner Control.
Ne, da kann man, da hat sie so, also ein Riff war es jetzt nicht, aber so eine Notenabfolge. Aber sie ist auch nicht unbedingt hauchig. Sie ist einfach nur sehr leise jetzt beim Singen. Ne? Das heißt, das ist das, was jetzt im Grunde genommen passiert. I'm dreaming of the past. Da ist jetzt ein ganz minimaler an Effort, also ganz minimaler Krafteinsatz. I'm dreaming of the past. Da habe ich nicht so viel Gas gegeben, sondern ich bin ganz pianissimo geblieben. Gas geben wir. I'm dreaming of the past. Oder was auch immer. I'm dreaming of the past. Das wäre jetzt nochmal so ein bisschen mehr Intensität, ein bisschen mehr Druck. I'm sorry that I made you cry. Just a jealous guy. Grundsätzlich, also ich habe jetzt mal so ein bisschen weiter geguckt und geguckt, ob da jetzt nochmal was passiert. Grundsätzlich benutzt sie halt eine Menge Vocal Fry. I didn't mean to hurt you, oh, und das ist halt so ein bisschen ihr Akzent. Also man hört so raus, okay, das ist etwas, wo sie sich wohlfühlt. Das macht sie gerne, diesen Vocal Fry. Das gibt den Ganzen auch nochmal so eine Atmosphäre. Wo muss man immer gucken, um welcher Ton und welcher Vokal und wo sich das auch ergibt. Aber das ist so eine kleine Mischung zwischen ganz klar ausgesungen und doch mal hier und da so ein bisschen mehr luftig, aber nicht ganz so sehr. Es ist schon doch relativ klar. Sie hat halt eine sehr hohe Stimmfarbe, einen sehr hohen Stimmklang. Es ist jetzt nicht wie bei mir, Contralto, wo man direkt im Keller ist. Ne, Stimmfarben gibt es ganz verschiedene. Mein Mann hat mich letztens auch gefragt, wie das sein kann, dass manche Menschen einfach höher singen können, manche nicht. Also meine Mentorin aus Australien hat immer gesagt, das hat auch was mit dem, ja, mit der DNA zu tun. Das hat auch anatomische Faktoren. Natürlich kann man sein Register erweitern bis zum gewissen Grad. Die Frage ist halt, ob es dann gut klingt, ne? Also wenn ich jetzt in ihrer Tonlage singen würde, würde es wahrscheinlich nicht so gut klingen. Und wenn jemand dann in meiner tiefen Tonlage singen würde, dann würde er wahrscheinlich auch, ne, diese Tiefe nicht richtig rausbekommen. Ich sehe hier auch eine Menge Dislikes, was ich sehr schade finde, weil ich meine, die Startvoraussetzung eines Sängers oder eines Laien ist ja, dass er die Töne trifft. Und das haben wir. Also wir haben hier Nummer 1. Erstmal eine ganz klare tonale Abfolge. Die Töne sind getroffen, ob das jetzt Autotune ist oder nicht. Ich meine, mit Autotune ist sowieso jeder Ton getroffen, ne? Aber wenn man jetzt sich mal andere Künstler anguckt, wie so eine Loredana oder so, dann ist ja sehr viel Autotune dabei und Reverb und das ist ja sehr verzerrt mittlerweile schon. Daher, sie geht ja auch nicht raus und sagt, oh, ich bin jetzt der Profisänger, ich hau jetzt mal eine Single raus. Und nach dem Maßstab wird dann gerichtet, ne? Dass wenn ich jetzt zum Beispiel ein Cover rausbringe, dann würdet ihr ja nach einem ganz anderen Maßstab mein Cover richten, beurteilen, bewerten, analysieren. Ihr würdet dann auch sagen, Mensch, die ist doch Gesanglehrerin, die trifft ja, wenn die jetzt keine drei Töne trifft, dann pff, ne, Daumen runter. Gesang für die Zuhörer ist subjektiv, weil jeder hat eine andere Stimmfarbe. Der eine mag Adele, der würde dann Daniela Katzenberger, da könnt ihr damit nichts anfangen. Der eine mag Daniela Katzenberger, diese Sounds, Carpenters, schön. Close your eyes, give me your hand. Und wenn ich das singen würde, close your eyes, give me your hand, dann könnte einer sagen, wow, ne, das gefällt mir nicht. Das heißt, das ist jetzt schon mal wieder was ganz anderes. Ne? Aber gesanglich, es war Vocal Fry, es war Pianissimo, es waren ein paar gehauchte Sachen dabei, es waren ein paar Riffabfolgen am Ende. Das heißt, da war schon was dabei. Mein Motto ist ja Hashtag starke Stimme auf der, nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Alltag. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir im Alltag auch Stimme zeigen. Und ich finde, wenn Leute sich trauen zu singen, dann muss man auch mal sagen, hey, hast du gut gemacht. Weil nicht jeder macht das. Nicht jeder traut sich. Viele wollen, können nicht, können sich es auch nicht leisten. Stimme ist was sehr Intimes, was sehr Nahbares. Und da muss man auch einen richtigen Dozenten finden. Das ist nicht so, ne? Man macht sich auch verletzlich damit. Und ich finde, wir könnten einfach mal sagen, hey, weißt du was, hast du gut gemacht. Du bist halt, ne, hier keine Sängerin, aber du hast Spaß am Singen, du hast Töne getroffen, auch wenn du die vielleicht nicht getroffen hast. Dann finde ich einfach die Tatsache, ne, wenn meine Schüler auf die Bühne gehen und sich überhaupt erst trauen, sich vor einem Publikum zu stellen, dann sag ich, ey, Chapeau, bist viel weiter als ich. Weil ich habe manchmal gar keinen Bock auf die Bühne. Also ich ratter das dann manchmal auch nur noch runter, ne? Und die machen das, weil die das wirklich wollen und glauben und Spaß dran haben. Und die springen über ihren Schatten. Und das ist wichtig. Und das müssen wir den Kindern und den Erwachsenen auch vermitteln. Und ich habe auch Erwachsene, die sich auch nicht trauen. Und die das auch brauchen. Das ist auch gut so. Ja.
Ja, in diesem Sinne, Daumen hoch, Abonnement. Schaut doch mal jetzt rein in meine anderen Gesangsanalysen. Wir haben hier ganz viel dabei. Ich hoffe, du hast ganz viel Spaß gehabt. Und ich sehe dich immer im nächsten Video und schaut doch mal jetzt rein.